Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute mit Rick Karenien. Herzlich willkommen, Rick. Danke für die Einladung. Ja, also freut mich sehr. Jetzt wollte ich natürlich noch sagen, Schauspieler, Comedian, Synchronsprecher. Hat was vergessen? Münchner. Münchner, das ist natürlich der Hauptgrund, dass er überhaupt in unserer Sendung ist. Genau. Trudering, gell? Ja. Schön da. Ja. Was gefällt dir da? Dass ich da auch zu Hause bin. Ich sage ja immer, ich bin überall zu Hause, aber da längere Zeit, ja. Und ich habe keine Ahnung, irgendwie kommt man da hin. Das war jetzt nicht so, was man sich bewusst überlegt hat, sondern plötzlich war ich da und dachte mir, ja, hier lässt sich's aushalten. Also es war jetzt keine bewusste Entscheidung. Okay. Also ich muss natürlich von dir jetzt erstmal wissen, wie dein neues Programm strukturiert ist, denn deine Fans wollen natürlich wissen, mit was kommst du jetzt raus? Wie heißt es? Ego-Strip, das weiß ich. Ego-Strip heißt ja. Es, aber mit Struktur überforderst du mich bereits, weil Struktur ist so ein bisschen ein Fremdwort. Also es gibt eine Struktur, den sogenannten roten Faden. Und diesmal jetzt zum Beispiel zum Unterschied zum letzten Programm ist es so, beim letzten Programm habe ich am Flughafen sozusagen auf meinen Flieger gewartet und diesmal bin ich angeklagt. Angeklagt wegen einer Sache, von der ich denke, sie ist eine Papalie, hätte ich gesagt. Keine Papaya, sondern eine Lapalie. Aber die Papalie ist die Mischform zwischen Papaya und Lapalie. Und ich stehe vor Gericht und bin angeklagt. Und die Lapalie ist, ich habe angeblich eine Parkscheibe um 15 Minuten verstellt. Mhm. Kann hier in der Gegend durchaus mal passieren. Wie soll man sich sonst helfen? Aber ich bin mir dieses Vorwurfs gar nicht bewusst. Und es kommen immer mehr Belastungszeugen und belasten mich auch Freunde und Verwandte, meine Familie. Und ich werde immer mehr in diese Geschichte hineingezogen. Und innerhalb dieser Geschichte erzähle ich dann so mal Geschichten aus dem privaten Leben. Wenn du jetzt sagst, dass immer mehr Leute sozusagen kommen und dich also verhören wahrscheinlich und so, dann kann es ja den einen oder anderen geben, der nicht weiß, dass diese Personen alle in dir vereint sind. Entschuldige, das habe ich versäumt zu erwähnen. Genau das bin ich in Zivil. Im Grunde so wie jetzt, ohne der Jacke, weil auf der Bühne wird es mit der Jacke zu warm. Aber ich spiele alle Figuren selber durch Stimme, durch Mimik, durch Körper, durch Einsatz. Ja, und das ist eben wirklich, also eigentlich nur durch eine Bewegung merkt man dann, dass du jetzt plötzlich in die Rolle eines anderen getaucht bist. Ne? Durch die Bewegung, durch die Körperhaltung, durch die Stimme und so versuche ich halt so meinen ganzen Kosmos da auf die Bühne zu bringen. Und im Idealfall verlässt die Zuschauerin, der Zuschauer die Vorstellung und sagt, Mensch, momentan, nee, nicht momentan, wie sagt man, zeitweise dachte ich, da steht so ein Dutzend Menschen auf der Bühne und das ist dann so für mich. Und jeder, der sich mit dir unterhält, der dir Fragen stellt, muss natürlich sofort dahin kommen, dass man mal den einen oder anderen Test hört von den Figuren, die dir besonders gut liegen. Und ich meine, der Nationaltrainer ist, also wenn ich meine Lieblingsfigur sagen darf, ist meine Lieblingsfigur, die du sozusagen darstellst. So ein bisschen. Der ehemalige. Der ehemalige. Also Jürgen Klinsmann, ja, das ist zum Beispiel. Also es war, Jürgen würde sie wahrscheinlich sofort siezen, Herr van Hofen, weil ich glaube nicht, dass es seine Sache ist. Man muss vorsichtig sein, weil Jürgen hat früher mal diesen Kekser gehabt, den hat er sich abtrainiert. Er ist also mittlerweile sehr viel. Ich glaube, der Jürgen wird distanzierter. Der würde sagen, da musst du jetzt ein bisschen mehr schwenken. Nein, aber der Jürgen, ich glaube, ja, das ist der Jürgen. Das macht, aber du hast ja Glück gehabt, weil der nächste Trainer ja aus der gleichen deutschen Region kommt, oder? Das stimmt schon. Wobei, den habe ich nicht so drauf, muss ich gestehen. Mir fehlt der Zugang zum Herrn Löw. Aha, woran liegt das? Das ist eine sehr berechtigte Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Ich habe keine Ahnung. Es gibt wirklich Figuren, die fallen einem zu. Es gibt auch Figuren, die man sich natürlich, das heißt natürlich, aber die man sich erarbeiten kann. Aber ich gestehe auch, es gibt wirklich einige, wo ich dran verzweifle, wie den Papst zum Beispiel. Ach ja. An den Papst komme ich nicht ran. Was ist los, Herr Ratzinger? Warum lassen Sie mich nicht ran? Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Aber diese andere Figur, ich meine, du hast ja einen Freund, der Pfarrer geworden ist oder beziehungsweise der nach Rom gegangen ist dann. Genau, das behauptet, das ist der Kirgel. Der Kirgel, das ist so einer, den wird man sich gerne auf einer Halle vorstellen wollen. Das ist einfach so ein ganz ehrlicher Mann. Und du lachst es, Freunde. Wenn der Jörg lacht, ist alles gut. Ja, dann ist okay. Er kann wirklich was nicht alle können. Und ja, das ist so, also ich muss dazu sagen, diese ganzen Figuren, das sind alles real existierende Figuren. Also den Gürtel habe ich eine Zeit lang begleiten dürfen und irgendwann habe ich gedacht, hoppla, der hat so ein bisschen Überhand, ist in mich hineingeschlüpft. Und wie gesagt, manche Figuren fallen einem leichter zu, manche gar nicht. Und der Gürtel ist jemand, den ich begleiten durfte und
der sich irgendwie in mich hineingefressen hat. Ja. Ich bin ja ein großer Griechenland-Fan, ne? um zur nächsten Figur zu kommen. Oh. Kann passieren. Den musst du auch unbedingt noch mal zeigen. Der ist gut. Sie kennen, ich kann ihn einfach auspacken. Das ist kein Problem. Ich kann ihn herausholen und ich stelle, oh, da ist der Grieche. Was ist los? Plötzlich ist der Grieche da. Ist kein Problem. Gerade am Wiener Platz spielen wir uns Griechen sehr gut aufgekommen. Ja, oder? Genau. Ja. Jetzt möchte ich noch einmal wissen, also, wie bist du auf den Griechen gekommen oder auf den Klinsmann? Also wachst du da auf und denkst, den kann ich oder wie geht das? Also zum Beispiel beim Gürgl war es so. Beim Gürgl, das werde ich nie vergessen, da saß ich, das klingt jetzt total bescheuert, aber ich saß in dem Bus und habe aus dem Fenster geguckt und plötzlich dachte ich so, sag mal, wo kommt der denn her? Das gibt's ja nicht. Und das war wirklich, aber das ist wirklich die einzige Figur. Also der Dimitri ist ein real existierender Freund von mir. Ich weiß nicht, ob er mich noch mag, aber nein, das ist jemand, mit dem ich meine Jugend verbracht habe, mit dem ich früher Basketball gespielt habe, mit dem ich ein bisschen studiert habe, auch gemeinsam. Und den Dimi mochte ich wahnsinnig, weil er ist wirklich so, wie ich ihn beschreibe. Er hat diesen grenzenlosen Optimismus. Und was ich am echten Dimi so toll fand, egal was war, und er hat es schwerer gehabt zu der Zeit, weil seine ganze Familie war in Athen und er war mal alleine hier und ist gependelt. Und es war für den nicht ganz so leicht. Ich habe gesagt, egal was passiert, komm, wir schaffen das. Und was soll schlechte Note, komm, scheiß der Hund drauf. Und auch beim Basketball hat er sich immer den Spaß erlaubt. Immer wenn er gefoult wurde, hat er den Schiedsrichter angepöbelt. Also, wieso? Weil ich Grieche bin oder was? Was ist hier die Peltoppel, Malaka? Was ist los? Nur weil ich Grieche bin oder was? Und wir haben uns immer kaputt gelassen. Das kannst du nicht machen. Ja. Und er hat immer diese Kraft, dieses Positive. Das hat mich sehr beeindruckt. Und, Aber man muss es ja auch erstmal rausbringen. So, und jetzt weiß man also, Armenien ist in deinem Blut mit drin, ja. Rumäne ist in deinem Blut mit drin. Also merkst du, dass dir das irgendwie geholfen hat, glaubst du? Ja, glaube ich schon. Also ich glaube schon. Also zum einen, was das Hören von verschiedenen Sprachen angeht, um, sag ich mal, über das Hören dann es nachzumachen. Mhm. Und zum anderen, was meine, ich sag mal, Persönlichkeit betrifft, ich finde es halt, mich hat es positiv dadurch geprägt, dass ich sehr, also ich glaube zumindest, dass ich allem sehr offen bin. Also gerade was fremde Kulturen, Hautfarben, Sprachen, Herkünfte, Religionen angeht, mich interessiert das. Also ich habe Respekt, natürlich habe ich Respekt und bestimmt auch eine Befangenheit, wenn ich etwas zum ersten Mal sehe, aber ich möchte schon wissen, was da ist. Also das fasziniert mich sehr, ja. Also warum hast du was Rumänisches und was Armenisches in dir? Wie geht das? Genau, also meine Vorfahren sind Armenier. Aber mütterlicherseits? Beide. Mutter und Vater sind armenische Vorfahren, aber sind beide nach Rumänien sozusagen geflohen, ausgewandert. Und dann sind meine Eltern in Rumänien auf die Welt gekommen und die sind Anfang der 60er Jahre nach Deutschland. Okay. Und dann kam 71 das Münchner Kindl daher. Und warum mussten die aus Armenien fliehen? Da gab es diese Geschichte mit dem Ersten Weltkrieg und Geschichte mit dem Völkermord und da mussten die eben gezwungenermaßen wurden vertrieben. Weil sie zu einer Gruppe gehört haben? Weil sie Christen waren, ja genau. Und das war damals nicht so angesagt und dann haben sie sich gedacht, oh, bevor wir hier unser Leben riskieren, suchen wir uns eine friedlichere Gegend und dann sind sie eben, ja, sind sie gegangen. Okay, so jetzt müssen wir nochmal zurück, Rick auf der Bühne. Was ich auch wirklich also ungeheuer bemerkenswert finde, wenn du agierst da anderthalb Stunden ungefähr, wie merkst du dir das Zeug? Also ich meine, das muss man ja auch wirklich können. Es ist lustig, dass du das jetzt fragst, weil momentan sind also die ersten Vorpremieren und ich muss gestehen, ich spiele da noch so mit dem iPad auf der Bühne, so als ZL-Spiel, sage ich immer zum Spaß. Ja. Aber ich brauche locker 15, 20 Vorstellungen, bis ich es mal drin habe. Also es geht auch nicht durch dieses sture Auswendiglernen. Das sture Auswendiglernen ist bestimmt ein Teil davon. Aber ich lerne eigentlich im Grunde wirklich auf der Bühne. Und zwar, ich glaube, was sich das Hirn merkt, ist zum Teil die Reaktion vom Publikum, die Körperlichkeit, der Gang nach dahin, das Verstellen der Stimme kleiner, größer. Und so prägt sich das oder schleift sich das in mich rein. Aber es ist nicht was ich wirklich stur auswendig lernen kann. Und es braucht halt einfach Zeit. Also wenn du in die erste Vorstellung kommst, dann wirst du dir denken, hoppla. Aber in der 20., 30., es ändert sich eigentlich immer. Und ja. Hast du da Spielraum im Text? Oder ich meine, das ist ja nun wirklich ziemlich gut getaktet auch immer. Ja. Dass man sich denkt, der hat gar keinen Spielraum. Wenn er die Pointe nicht trifft, dann wird es ein Rohrkrepierer. Es gibt diesen Rohrkrepierer auch gelegentlich, eigentlich gibt es ihn jeden Abend, aber dafür entdecke ich dann an einer anderen Stelle wieder irgendwas Positives. Also ich mache jeden Abend einen Fehler, mit Sicherheit, etliche Fehler, die hoffentlich die Zuschauer nicht immer mitbekommen. Manchmal bekomme es natürlich nur ich mit, weil ich den Text hoffentlich als Einziger kenne. Aber ich versuche schon immer wieder, wie soll ich sagen, von Vorstellung zu Vorstellung den Text zu verändern und also auch wirklich jeden Abend was, sag ich mal vorsichtig in Anführungsstrichen, was Eigenes zu schaffen. Und was,
Und das geht eigentlich ganz gut. Aber es stimmt schon, wie du sagst. Also wenn ich etwas verhunze, dann ist es ein Rohrkrepierer. Aber dann gelingt mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle wieder was Neues. Und das versuche ich mir dann zu merken oder aufzuschreiben. Und dann geht es schon. Denn manche haben ja so vom Sprachrhythmus und vom Sprachstil. Ich denke da zum Beispiel an einen Oberbürgermeister von München. Der spricht etwas langsamer, ja, und kommt aber auch immer Subjekt, Prädikat, Objekt, ja, ans Satzende. Mhm. Du machst es genau umgekehrt. Du sprichst mit einem ungeheuren Speed. Ja? Und da kann man sich ja auch irre verrennen dabei. Das stimmt, man kann sich verrennen und ich verrenne mich auch. Und du wirst lachen, aber ich sage mir jedes Mal, bevor ich auf die Bühne gehe, wirklich langsam. Das ist wirklich so mein Mantra. Langsam, weil ich eben dazu neige, jetzt versuche ich auch. Nein, aber es ist wirklich was. Es liegt vielleicht in meinem Naturell, dass ich ein bisschen vielleicht ein etwas hibbeliger Mensch bin. Also ich bin zwar gern auch ruhig und ich kann auch lange die Klappe halten, aber Bühne durch das Adrenalin und natürlich auch die Anfangsnervosität ist man immer so ein bisschen gehetzt. Und da sage ich mir dann immer, hey, komm runter, versuch das langsam zu machen. Deine Gäste hören das zum ersten Mal. Und das vergisst man oft, weil ja, den Text und da muss ich jetzt durch und vergibt dadurch auch Pointen. Ja, ja, obwohl ich das eigentlich anders erlebe, dass ich denke, der Mann muss so schnell reden und darin hat er auch seinen Humor. Ich glaube, das stimmt auch bestimmt für die eine oder andere Figur, aber es gibt dann, glaube ich, es ist also regional auch unterschiedlich. Dadurch, dass ich so viele, sage ich mal, Dialekte habe, merke ich zum Beispiel in Bayern, wenn dann irgendwie Berlin oder Hamburg zur Geltung kommen soll, da muss ich es etwas langsamer machen. Aber wenn ich natürlich in Hamburg bin und dann das Hamburgische habe, da fassen die natürlich schneller die Sachen, wie sagt man, oder ist die Auffassungsgabe in Hamburg natürlich schneller, wenn sie die eigene Sprache hören, sage ich mal. Ja, ja, den eigenen Dialekt. Den eigenen Dialekt, genau. Ja, genau, denn das ist ja auch was. Also es ist ja nicht nur, dass du sozusagen Ausländer imitierst, also wie den Griechen. Okay, beim Klinsmann haben wir es schon mal so ein bisschen angesprochen. Welche Dialekte sagen dir noch zu, wo du sagst, also ich sage jetzt mal das Sächsische und das Schwäbische, die haben ja ein bisschen was Gemeinsames, oder? Die sind sich ja nah. Findest du ehrlich das Sächsische und das Schwäbische? Also der Schwabe, der hat natürlich dieses gerne. Es stimmt schon, es gibt so Irrlaute, also wenn er zum Beispiel umgehend oder schleunigst, da ist ja der Schwabe auch Spezialist, Beschleunigungswörter einfach zu entschleunigen. Das kann er gut, durch schleunigst und umgehend. Aber dieses zum Beispiel schleunigst, das ist immer bei, in Sachsen habe ich immer das Gefühl, das ist mehr, oh, das sind so, also die klingen gewirkt, aber die sind eigentlich nicht gewirkt, weil der Sachse wirkt ja nicht, wenn er spricht. Der spricht ja ganz normal, aber es klingt für uns nicht. Sachsen klingt immer so leicht gewirkt. Oder guten Morgen, diese kurze Laute. Also würde man, also anfangs, wenn man das sich versucht irgendwie, also was heißt, also intellektuell ist eh Quatsch, ich versuche es immer nur nachzumachen und sag ich mal durch, da lacht der Kameramann. Hey, Sachsen und intellektuell passt durchaus zusammen. Also Vorsicht. Komm, jetzt schüttelt er sogar den Kopf. Bist du Sachse? Ich Sachse. Siehst du zwar aus? Nein. Nein, aber das ist. Oder jetzt muss ich doch mal drauf zurückkommen. Schwäbisch und Sächsisch, wie gehört das zusammen? Oder gibt es da was? Nee, das ist einfach nur für mein Ohr, dass ich manchmal denke, irgendwo treffen sie sich. Also da, finde ich, hast du das auch ganz, ganz nett schon. Also wenn ich mir das jetzt nachher nochmal anhöre, wie du da gerade gesprochen hast, ich glaube, das ist der lebende Beweis, dass sie sich nicht völlig fremd sind. Ja, das kann gut sein. Interessanterweise habe ich mir selber noch nie gedacht. Weil irgendwie ist Schwäbisch, es ist auch immer so, wenn man Leute hat, wie zum Beispiel eben Klinsmann, da hat man da es ist eben eine bestimmte Phonetik, ein bestimmter Duktus. Und wenn man bestimmte Leute kennt, das ist immer so ein Zugang auch zur Sprache. Über Klinsmann, über die Parodie bin ich eigentlich zum Schwäbischen gelangt. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir gesagt habe, ich möchte jetzt Schwäbisch lernen oder genauso beim Sächsischen auch. Das Sächsische ging bei mir ganz früh los. Da gab es eben sozusagen mit dem Mauerfall ganz viele Dokumentationen eben nachts in meinem ersten. Die habe ich mir angeguckt und ich fand das interessant. Ich finde auch den Klang des Sächsischen einzigartig. Also das hat was ganz Eigenes, was ganz Besonderes und das, ich höre das auch gerne. Also ja. Das ist so, und ich weiß nicht, mir macht es eben Spaß, das nachzumachen und über eine Figur und über die Imitation dieser Figur finde ich dann in die Sprache sozusagen. Viel Theorie. Kann es dir passieren, dass du den Griechen darstellen willst und der spricht plötzlich Sächsisch? So brutal nicht, aber was passiert, dass ich Texte sozusagen, dass der Klinsmann jetzt sozusagen eine Pointe hat und die sage ich dann versehentlich als Grieche oder umgekehrt, dass die eine Figur der anderen auf der Bühne die Pointe wegnimmt, das passiert schon. Das kann passieren. Gibt es den Griechen, der sächselt? Kannst du die zusammen das in eine Figur? Also ich kann es probieren. Warte, ich muss ein bisschen jetzt Griechisch sein. Und der Grieche, ich sehe gerade hier Fischbubbel gestartet. Und wenn wir jetzt in Osten wären, würde ich sagen
Festbüball. Nee, das geht überhaupt nicht. Das geht nicht. Das ist die Schizophrenie jetzt oder nie. Nein, das kriege ich nicht hin. Festbüball. Das kannte ich nicht. Der Grieche, der Sex hält. Obwohl es das gibt. Also Griechen, nicht? Die so, emigriert sind nach Sachsen. Oder, die. Das, auch den würde ich gerne mal kennenlernen. Es gibt ja auch ganz viele, türkische Mitbürger in München, die einfach bayerisch reden. Ja, oder auch Berlin, die einfach Berlinern. Absolut, ja, klar. Ja. Ja, absolut. Sehr, aber okay, der Türke, der bayert. Was weiß ich, steigen Sie, haben wir gleich geschafft. Sind wir gleich da. Sind wir geradeaus noch und rechts und dann haben wir es packt. Haben wir es packt, steigen Sie rechts aus, Wiederschauen. Servus. Da gehen die Augen richtig auf. Ja, komisch, ne? Es sind so Dinge drin, die, keine Ahnung, das ist... Ja, weiß auch nicht, die kriegt man wahrscheinlich nicht mehr raus. War das jetzt für dich eigentlich von vornherein klar? Wir müssen nachher natürlich noch ein bisschen darüber reden, dass du mit Bully angefangen hast, mit dem tolle Erfolge auch gefeiert hast. Aber war das für dich immer klar, dass wenn du Comedy machst, dass du dann eben das über diese vielen verschiedenen Dialekte machst? Überhaupt nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, A, war mir es überhaupt nicht klar. Ich habe ja 1990, als ich mit der Schule fertig war, wollte ich Kinderarzt werden. Also für mich war Unterhaltung oder Komik, Schauspiel wirklich ehrlich überhaupt kein Thema. Und durch die Arbeit beim Radio habe ich da eben so ein bisschen reingefunden. Und beim Radio bietet es sich halt an mit Sprachen und Dialekten. Mhm. Und jetzt haben die Leute auch noch gelacht. Also ich war im Grunde total überfordert, weil ich gemerkt habe, dass ich A, irgendwas ganz gut kann für mich, mhm, und B, lachen die Leute. Ich war nicht früher der Klassenclown oder so. Das waren zwei Phänomene, die ich lange Zeit erstmal verdauen musste. Und allein daraus dann zu abstrahieren, dann könnte man langfristig vielleicht sogar damit seinen Lebensunterhalt bestreiten, das war zu weit weg. Also damit, das habe ich nicht begriffen. Und deswegen habe ich auch noch parallel dazu in München eben Politikwissenschaft lange studiert. Sehr vernünftig, sehr vernünftig. Ja, aber nicht besonders. Das ist das zweite Standbein. Das ist, ja, aber ich war da, muss ich gestehen, ich habe lieber mit Bulli die Leute zum Lachen gebracht. Gab es da so zu deiner Zeit, als du angefangen hast, so ein Trend, so ein Comedy-Trend, wo du sagst, das hat sich jetzt gewandelt? Und zweite Frage wäre dann, was ist jetzt sozusagen in? Oh, das, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Was zu unserer Zeit, als wir angefangen haben, waren wir wirklich heiße Fans von RTL Samstagnacht und von der Tagesschau. Ja, genau, mit Bastian Anke. Genau, das haben wir sehr geliebt und sehr geguckt. Also, aber Trends? Also ich weiß, es klingt doof, weil wir jetzt beim Fernsehen sind, aber ich gucke persönlich wahnsinnig wenig fern. Und ich wüsste es gar nicht so mit dem Trend. Ich kenne auch viele Kollegen nicht. Also ich bin da manchmal ein bisschen, ich bin kein wirklicher Experte. Es gibt Kollegen, die kennen jeden Kollegen im Bühnenbereich, im Film, im Fernsehgeschäft. Ich freue mich über Menschen, aber ich kenne nicht alle. Ich weiß, dass du in New York gewesen bist, dass du da auch in der Strasberg-Schule Schauspielunterricht genommen hast. Und im zweiten Teil der Sendung würde ich schon noch mal gerne mit dir darüber reden. Ja. Also solche Sendungen wie Saturday Night Live, wo Samstagnacht ja bei RTL sozusagen ist ja eine Kopie gewesen, eine gute, eingedeutschte Kopie. Ja. Inwieweit so amerikanische Comedian auch auf dich Einfluss genommen haben? Gerne. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Also wenn in München die Sonne nicht scheint, ne, dann kann es ja ziemlich leer sein in so Biergärten. Ne? Aber wir hoffen, dass der Sommer uns noch ein bisschen Sonne bringt. Ich glaube, die Leute denken, es ist Dezember. Sieht aus wie kein Mensch da. Aber es hat was, ich mag das. Es hat was Puristisches. Absolut, absolut. Ist es richtig, dass du ja eigentlich gar nicht im Fernsehen angefangen hast, sondern im Radio? Genau. Und Radio Gong. Ne? Radio Gong in München, genau. Mhm. Bei dem Georg Dingler. Genau. Genau. Denn das Witzige ist, wir haben vor kurzem mal so eine Sendung gemacht und da hat er eben auch sehr geschwärmt von der damaligen Zeit. Mhm. Also ihr seid ja schon so richtig Klassiker. Da bist du mit Bully zusammen, Bully Herbig, aufgetreten. Ja. Ne? In einer Show, Langemann-Show hieß sie. Und woran habt ihr euch damals orientiert? Denn so richtig gab es das ja gar nicht, was ihr da morgens gemacht habt. Also ich sage dir ganz ehrlich, wir haben uns, glaube ich, an gar nichts orientiert, zumindest nicht bewusst. Jeder, ich meine, wir waren da beide Anfang 20 und was man halt so bis 20 mitbekommen hat. Aber es war nie so, dass wir uns explizit gedacht haben, Mensch, die machen das, lass uns das machen. Sondern wir haben gesehen, gut, ich habe damals irgendwie Willy Brandt und Marcel Reich-Ranicki parodiert und Bully hat irgendwie Boris Becker und Franz Beckenbauer drauf gehabt. Und dann haben wir da halt irgendwie so eine Kolumne gehabt, anfangs, die hieß Frühstück mit Boris. Und da haben wir so eben das, was in der vergangenen Woche passiert ist, so Revue passieren lassen. Mhm. Und das war so unsere Einstiegskolumne, jeden Sonntag zweieinhalb Minuten. Und dann hatten wir, aus dieser Kolumne ist dann eine Kolumne, die Bayern-Cops entstanden. Das lief dann irgendwie, das waren zwei Münchner Polizisten, die, ich weiß nicht, 800 Fälle lang irgendwas erlebt haben. Und das lief ja sogar auf diesem Kanal, das stimmt, der damals TV München hieß. Genau. Denn das erwähnen wir voller Stolz, dass also ihr da ja irgendwann mal tatsächlich
in einem Polizeiauto saßt und, genau. Und das auf TV ja. München sozusagen abgesondert habt. Das ja. war ein riesiger Hit, ne? Ja, das war, ganz ehrlich, so rückblickend ist das, das waren so die ersten Schritte. Man hat das gar nicht so, es ist halt passiert und dann lief es plötzlich im Fernsehen und dann war man im Fernsehen und plötzlich kam irgendwie ProSieben und dann denke ich mir, jetzt ist 2002, das war 96 und irgendwie sind 16 Jahre vorbei und du denkst dir, jetzt stehen wir hier im Winter. Nein, aber es ist Wahnsinn, es ist so schnell an uns vorbeigezogen. Man ja. wird sich ja, also mir geht es so, wenn irgendwas Großes passiert, dann kann man das ja gar nicht genießen oder bewusst wahrnehmen, sondern meistens versteht man das erst, wenn man ja, mit Abstand darauf guckt. Und so geht es mir zumindest. Klar, und vor allen Dingen, die Zeit vergeht ja dann auch viel schneller, wenn man die ganze Zeit kreativ auch arbeiten ja. muss. Ne? Absolut. Ihr habt ja dann also auf ProSieben einen riesigen Erfolg gehabt, Bulli-Parade. Ne? Wie habt ihr da gearbeitet? Das war anfangs, nur wenn ich das ganz kurz so erzähle, eine Fußnote. Das war anfangs ja überhaupt gar kein Erfolg. Wir hatten ja das Glück, dass uns die Verantwortlichen nachts irgendwo ausgestrahlt und vergessen haben. Das heißt, wir durften uns quasi von Woche zu Woche working by doing entwickeln und wurden sozusagen auf dem Sender gelassen. Und das war eigentlich das größte Glück für uns, weil wir wirklich sozusagen on air ausprobieren durften von Woche zu Woche. Mhm. Und das andere Glück war, dass wir alle gemeinsam mit Christian Tamels, mit Bulli, die Sketche selber geschrieben haben. Bulli hat sie inszeniert. Das heißt, wir haben sozusagen das Komplettpaket an Ausbildung erfahren dürfen. Und in der Zeit haben wir unheimlich viel gelernt. Aber Fakt ist auch, dass es nur sehr wenige Menschen gesehen haben. Und der Erfolg kam eigentlich erst im Fernsehen sozusagen, nachdem der Schuh des Manitou im Kino war. Das hat dann eigentlich wirklich die Aufmerksamkeit generiert, 2001. Und dann ging auch die Quote mit der Bulli-Parade richtig hoch. Und dann, also so kam das eigentlich. Genau, also das wäre ja mal wieder der Beweis dafür, dass junge Leute im Fernsehen zu wenig Zeit kriegen, um sich auszuprobieren. Ne? Absolut. Also ich beneide die jungen Kollegen überhaupt nicht. Ich finde es auch, ich finde es hart, weil irgendwie, wenn man wirklich so nur auf die Quote schaut und den Menschen überhaupt keine Zeit zur Entwicklung gibt, mein Gott, wenn wir das nicht gehabt hätten, dann gäbe es uns nicht. Dann gäbe es keinen Schuh des Manitou, dann hätte es keine Bulli-Parade gegeben. Das ist Fakt. So, und Schuh des Manitou, muss man auch noch mal kurz drüber, da hast du schon oft drüber geredet, aber es ist immer wieder auch der Hammer, weil es ist ja der erfolgreichste deutsche Film, den es je gab. Die meisten Zuschauer hat der Film gehabt. Wer hat da das Buch geschrieben und wann hast du zum ersten Mal sozusagen gehört, wo es da drum geht und was hast du drüber gedacht? Also das kann ich noch sehr genau sagen. Und zwar, das war eines Morgens, wir hatten damals gemeinsame Büroräume und irgendwann kam Bulli morgens ins Büro und bei einer Tasse Kaffee sagte er, also damals lief die Bulli-Parade schon und wir waren wieder dabei, neue Sketches zu schreiben und eines Morgens kam er und sagt, hey, ich habe eine Idee, ich habe Bock auf einen Kinofilm. Und ich meine, was heißt das, ich habe Bock auf einen Kinofilm? Das ist ja nicht so wie Lastenzchen Weißbier trinken, sondern es ist so ein bisschen was sehr Abstraktes in dem ersten Moment. Und dann sagt er, hat eine Idee, er möchte gerne einen Western machen. Und zwar, er würde gerne die Winnetou-Filme parodieren. Es war ein bisschen viel, so als wir das gehört haben, dachten wir, was meint er damit? Und dann haben wir eben gequatscht und gesehen, dass da irgendwie die Ideen, natürlich auch durch das, was wir in der Bulli-Parade, durch die Winnetou-Sketche, die wir damals bereits in der Bulli-Parade gemacht haben, das wäre doch eine schöne Grundlage, eben basierend auf den Figuren, die wir bereits geschaffen haben. Und naja, und dann ist das eben nach und nach sozusagen ins Rollen gekommen. Man hat ein erstes Drehbuch, halt wahnsinnig unbefangen. Damals hatte keiner von uns ein Drehbuch geschrieben, aber ich glaube, diese Unbefangenheit spiegelt sich auch im Film wieder und diese Freude vor allen Dingen an dem, diesen Film machen zu dürfen und zu können. Und ja, das ist, glaube ich, eins der Geheimnisse des Films auch. Ihr seid ja eigentlich gar nicht die Generation, die mit den Winnetou-Filmen aufgewachsen sind. Ja? Denn die kamen ja eigentlich, würde man sagen, mindestens 10 Jahre früher raus. Ja, das stimmt. Wobei ich, also in meiner Kindheit habe ich schon, war Winnetou auf jeden Fall ein Thema. Also, ja. Aber die waren alle schon da. Die waren schon da. Denn es gibt die Generation, zu der ich mich zähle. Ja? Wir haben drauf gewartet, bis der nächste Winnetou-Film rausgekommen ist. Ja? Und bei euch waren die alle schon da, aber ihr habt ja alle geguckt. Und also das ist natürlich auch dadurch, dass diese Winnetou-Filme so viele gekannt haben, das hilft natürlich auch. Auf jeden Fall, ja. Und natürlich erkennt man die Anspielungen und die Zitate und das hat unheimlich viel gebracht, ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn man jetzt so einen Erfolg gehabt hat, wie ihr mit eurem Film, der Schuh des Manitous, dann hat man doch eigentlich das Gefühl, das muss jetzt immer so weitergehen. Ne? Wie geht man dann damit um, dass man nicht dann den nächsten Film auch wieder als den erfolgreichsten deutschen Spielfilm rausproduziert? Das ist eine gute Frage. Ich kann es im Nachhinein gar nicht so genau beurteilen, weil das in dem Moment, als es geschah mit dem Schuh des Manitou, waren wir alle komplett überfordert. Das war so, wir wurden von einer Preisverleihung zur nächsten gereicht.
Und man denkt sich, ja, es ist halt so und das ist nett, aber das war jetzt zum Glück für keinen, es hat jetzt keinen sozusagen irgendwie vom Boden abgehoben und wir waren, es ist natürlich auch das Glück, dass wir alle sehr stabile Familienverhältnisse haben und die uns dann auch mal gelegentlich zum Müll runter schicken, bringen, schicken, also wie, du weißt, was ich meine. Ja, sehr gut. Nein, aber das war so, wir haben ja nach Schule des Manitou nach 2 Jahren eben Traumschiff Surprise gemacht und uns ist erst eigentlich so beim Schreiben aufgefallen, ja, da gibt es etwas, woran uns die Leute messen werden. Und natürlich ist es der Show des Manitou, aber wir hatten das Glück, dass der Film auch sehr, sehr erfolgreich war. Aber irgendwann, also mir ging es zumindest so, man begreift, okay, man ist jetzt da oben und jetzt geht man halt wieder runter, weil da oben zu bleiben, die Luft ist wahnsinnig dünn und es macht auch auf Dauer, es ist, also für mich, es kann kein Maßstab sein. Das ist ein Phänomen, was man erleben durfte, wo man dran teilhaben durfte. Und jetzt geht es halt wieder gemütlich runter. Also das ist nicht zu halten. Ja, nee, klar. Aber ihr habt euch natürlich eine gesunde Basis jetzt erstmal erarbeitet und man weiß, wer du bist. Und ist jetzt aber immer irgendwie, für einen Außenstehenden ist natürlich interessant, wie ist der Kontakt zwischen euch drei, Bully Herbig, Tramitz und dir? Weil das hat ja nun mit euch dreien super funktioniert. Ja. Ne? Und dann muss man doch das Pferd weiterreiten. Ja, das könnte man denken, aber das bei uns, und das finde ich eben ganz schön. Also was den Kontakt betrifft, habe ich gute Nachrichten. Ich war vorgestern erst beim Christian Kuchen essen und vor ein paar Tagen mit Bulli zum Abendessen. Ja. Also wir sind echt gut miteinander privat. Ja. Und mit der Arbeit war es halt so, als wir aufgehört haben mit der Bulli-Parade, das war 2002. Mhm. Ist das so lange her? Ja, doch, 2002 war das. Aber wir haben an einem Punkt aufgehört, wo wir eben gemeinsam beschlossen haben, okay, jetzt ist ein Punkt erreicht, wo wir selber noch sozusagen die Reißleine ziehen können, ohne dass der Sender eben sagt, Freunde, die Quoten sind jetzt nicht mehr so toll wie beim Schuh des Manitou, wir hätten jetzt gerne ein anderes Format oder da sind die neuen Kollegen und wir senden euch nur noch nachts oder das bröckelt so dahin, sondern wir sind so, sag ich mal, mit erhobenem Hauptes, wie sagt man, erhobenen Hauptes durften wir oder sind wir selber gegangen. Also es war unsere Entscheidung. Denn ich meine, also wenn man so nach Amerika guckt, so Johnny Carson oder so andere Shows einfach. Ein schöner Vergleich. Schöner Vergleich, oder? Ja, das ist der Mann, der eigentlich alles erfunden hat. Ich bin Johnny Carson. Nee, aber ich will eigentlich nur sagen, das muss man doch eigentlich weiterlaufen lassen. Ja? Also man muss doch da eigentlich die Entwicklung auch euch zugestehen, dass ihr da eine Marke habt, die ihr kreiert. Ne? Das stimmt, aber ich glaube, wie soll ich sagen, wenn man, also zum Beispiel an dem Zeitpunkt, wo ich mit Bully, also wo wir 2002 aufgehört haben, wir haben ja gar nicht mal, ich habe mit Bully danach noch 2 Staffeln Bully und Rick gemacht. Zum Beispiel zu dem Zeitpunkt hatten wir wirklich 16 Jahre Zusammenarbeit. Wir haben 90 angefangen beim Radio und dann nach 16 Jahren, wenn man so extrem viel Zeit miteinander verbringt und eigentlich, ich habe die meiste Zeit in meinem Leben wahrscheinlich mit Bully Herbig verbracht, ist so. Ja. Und dann denkst du dir irgendwann mal, es gibt eigentlich was, also zum Beispiel bei mir war es ganz explizit dieses Bedürfnis, gerne mal alleine auf eine Bühne zu gehen, gerne mal zu sehen, wie es ist, wenn man alleine unterhält, ohne Frauenklamotten, ohne Zeckenkostüme, ohne irgendwelche Bärte und Haare im Gesicht. Ja. Und das war so, ja, das war mein Wunsch und das habe ich ausprobiert und es war auch unter uns kein Thema. Jeder hatte irgendwie irgendwas, was sich über die Jahre bei ihm so angesammelt hat oder was man einfach mal gerne ausprobieren will. Und, es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass wir wieder zusammenkommen und wir reden auch in letzter Zeit verstärkt drüber, aber es ist jetzt wirklich noch nichts Konkretes oder Spruchreifes in Sicht. Ja, ja. Nee, ich meine, es gibt nichts Härteres, als da alleine auf die Bühne zu gehen und ich meine, das ist ja quasi so, gehst du ja auf die Bühne, du hast ja da nichts irgendwie Spezielles an oder was. Nee, gar nicht. Und dann da die Leute 1,5 Stunden zum Lachen zu bringen, überhaupt zum Lachen zu bringen, das ist sowieso das Allerhärteste, was man sich vorstellen kann. Kannst du dich noch erinnern, wie du das erste Mal gemacht hast, weil das wirst du wahrscheinlich auch so, die Leute haben natürlich immer Bully als Chef irgendwo gesehen. Ja. Und jetzt geht der Rick da plötzlich alleine los. Also finde ich saumutig und wie war das, als du da zum ersten Mal so gestanden hast? Also es war wirklich anfangs so richtig lebensvereinnahmend. Ich werde das nicht vergessen, so die ersten Auftritte, da bin ich in der Früh um 8 aufgewacht und zwar wirklich mit so, okay, in 12 Stunden musst du auf die Bühne. Das war wirklich, das hat mir den ganzen Tag bestimmt. Und ich war nervös und vorm Auftritt feuchte Hände und geschwitzt und einen trockenen Mund. Und es ging so gar nichts voran. Aber das hat einfach gedauert. Das war wirklich dieses unmittelbare Leute zwar lachen zu hören, aber auch enttäuschte Reaktionen wahrzunehmen. Das kriegst du ja alles mit und das musst du ja irgendwann mal auf die irgendwie verarbeiten. Wie gehe ich damit um? Kann man den ansprechen? Kann man den nicht ansprechen? Ja, und jetzt nach 6 Jahren, nach 300 Vorstellungen, ist es so ein Teil meines Lebens. Und also jetzt ohne kokett sein zu wollen, aber es ist halt jetzt so, morgen um 20 Uhr muss ich nach Landshut. Okay, das ist kein Problem. Das ist einfach ein Teil des Arbeitstages und es ist in Ordnung.
Aber anfangs war das Wahnsinn. Also das hat mich komplett vereinnahmt. Sag mal, und die beiden anderen, vielleicht ist es jetzt ganz schlimm, dass ich das frage, aber machen die eigentlich auch so alleine Stand-up, anderthalb Stunden? Der Tramitz und Bulli? Nee, gar nicht. Also Bulli hat halt, sag ich mal, als er den Filmpreis moderiert hat, war er, sag ich mal, alleine als Konferencier da vor der Kamera. Das, glaube ich, kann man ein bisschen vergleichen, aber für mich fühlt es sich wirklich an wie ein eigener Beruf. Also ich hatte das Gefühl, ich habe die letzten 6 Jahre noch mal einen neuen Beruf dazugelernt, weil vor der Kamera ist halt einfach was anderes. Wenn du, sag ich mal, was absetzen kannst, wenn du was wiederholen kannst und so, wenn das irgendwie so am Stück durchgeht und mit unmittelbaren Reaktionen, ist es doch noch mal was anderes. Ja, ja, nee, da hast du dir ja die viel härtere Nummer dann zum Schluss rausgesucht. Weiß der Geier was. Aber ich bin froh, dass ich es mache. Also mir tut es auch gut. Wie ist so die Konkurrenz unter den Kollegen, die ähnliche Sachen machen? Denn du bist ja jetzt nicht alleine da und merkt, es werden eigentlich immer mehr. Also viele. Das stimmt schon. Ich merke es auch, wenn ich irgendwo im Theater in der Umkleide sitze, gucke ich so durch diese Programmhefte, denke mir, das gibt's ja nicht, wo kommen die alle her? Und die sind alle gut, also sonst würden sie ja da, sonst würden die Veranstalter sie ja gar nicht buchen. Aber ich sage jetzt mal ganz voller Liebe, mir ist das egal, weil ich mache das Ding, was ich mache, und ich hoffe, dass ich mir so über die Jahre allmählich so eine eigene Nische da erarbeitet habe, und die Leute wissen, glaube ich, allmählich, was sie bekommen, wenn sie zu mir kommen, und ich gönne allen ihren Erfolg, und wenn die Leute zu mir kommen, freue ich mich natürlich, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie argwöhnisch rübergucke zu dem und denke mir, was der macht, das wäre toll, oder das müsste ich von dem kopieren, oder das ist mir... Nee, und ich glaube, also wenn es viele gute gibt, dann hilft es auch dem Einzelnen. Also absolut, weil das beflügelt das Geschäft an sich oder überhaupt das Live-Geschäft. Das ist super. Genau, also so ähnlich wie in der Maximilianstraße. Wenn da so ein Superladen neben dem anderen ist, dann hilft das der ganzen Maximilianstraße. Ja, wobei es dadurch nicht billiger wird, glaube ich. Für den Konsumenten nicht. Aber für die Maximilianstraße, ja. Wenn ich die Maximilianstraße als Pendant sein darf, ja. Du bist ein Geschäft in der Maximilianstraße. Mist. Genau. Also gut, aber ich muss nochmal diese Amerika-Affinität doch schon nochmal ansprechen, weil die Amerikaner haben natürlich eine viel längere Historie in dem, was du jetzt machst. Da kann man daraus schöpfen. Also das Fernsehen hat ja, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, als es Anfang der 90er Jahre darum ging, neue Formate zu machen, hat RTL Pro7 Sat1 brutalst kopiert aus Amerika. Man muss es nur eindeutschen, dass es hier funktioniert. Gibt es was Ähnliches im Comedy-Bereich? Wie gesagt, also damals haben sie es mit RTL Nacht sehr gut hinbekommen, aber es war nicht eine 1:1 Kopie, sondern es war eine Adaption. Man hat den Rahmen eben ähnlich übertragen, aber man hat wirklich versucht, eigene Charaktere zu schaffen, eigene Geschichten zu erzählen, und das war, glaube ich, die Stärke, natürlich auch der Cast, der großartig war. Aber was jetzt oft, so habe ich den Eindruck, der Fehler wird gemacht, man geht auf irgendwelche, also die Fernsehschaffenden fahren auf irgendwelche Messen, und da kauft man dann ein Format aus Australien, aus Frankreich oder aus England, Amerika, und kopiert es dann ins Deutsche und übersetzt es sogar teilweise 1:1 ins Deutsche, und das funktioniert einfach nicht. Und dann hat man natürlich auch nicht den Atem, um zu sagen, komm, wir probieren das jetzt einfach mal 6 bis 8 Sendungen und nicht nach der dritten gleich auf Wiedersehen. Und das finde ich halt schwierig, dass wir irgendwie nicht in der Lage sind, einfach originäre, eigene, auch gerne lokal bezogene Stoffe zu entwickeln, weil in Amerika, weiß ich nicht, ist dann immer im Herbst, wenn die ganzen neuen Serien kommen, da kommen dann 2 oder 3 Dutzend Serien auf den Markt, wo du denkst, 12 werden mit Sicherheit Emmys gewinnen, weil sie einfach so einzigartig und großartig sind. Und man sitzt davor und denkt sich, ja, ich würde so gerne einmal hinten durchs Bild laufen dürfen, weil es einen so bewegt, weil es so gut gemacht ist. Und und hier sind wir da leider noch, da sind sie uns wirklich voraus. Ja. Und dieses Stoffentwickeln, also wie machst du das konkret? Sitzt du da zu Hause vorm Schreibtisch und schreibst also es Witze? Es ist verschieden. Also es ist auch das, auch wenn ich im Auto sitze und mir was einfällt, dann spreche ich es mir auf mein Handy oder ich... Also diese Ideen, also ich sage, der Apparat ist leider immer irgendwie in Gange. Und das Blöde ist auch, ich kann mich auch nicht wirklich so beim Fernsehen oder beim Film entspannen, weil dann sehe ich irgendwas, was mir auffällt, denke mir, gute Idee oder schlecht gemacht. Oder wie man ist immer irgendwie so aktiv, deswegen... also der Apparat läuft die ganze Zeit und man schreibt irgendwie Dinge auf, und mit der Zeit werden es halt immer mehr, und jetzt gerade so beim Programmschreiben, das habe ich jetzt nicht alleine gemacht, also ich schreibe das schon immer mit einem Kollegen zusammen, tauscht man sich eben aus, manchmal fährt man irgendwo gemeinsam hin, und also mir tut, wie soll ich sagen, so eine ständige Veränderung des Standorts tut mir immer gut. Also ich kann nicht nur am Schreibtisch sitzen. Jetzt natürlich auch, gibt es Grenzen für dich, also im Comedy-Bereich, wo du sagst, also da gehe ich garantiert nicht drüber? Ja, also was ich nicht mag, ist, wenn jemand in Abwesenheit einfach aufgrund seiner
jemanden abzuwatschen. Das finde ich jetzt nicht besonders reizvoll. Also wenn ich jemanden wirklich nicht mag oder wenn er mir was nicht getan hat, dann würde ich es ihm gerne von Angesicht zu Angesicht sagen wollen. Aber jemanden einfach nur so um des Abwatschens willen abzuwatschen, finde ich wenig niveauvoll. Ja. Mhm. Im Bereich Erotik, da holt man sich ja auch gerne ein paar Lacher. Herr van Hofen. Das funktioniert ja eigentlich immer, ne? Irgendwie, also meistens. Den Eindruck habe ich schon, aber ich versuche den Erotikbereich bei mir, wie soll ich sagen, überschaubar zu halten. Ja. Aber hin und wieder hilft es. Ein gepflegter Sexismus kann gut funktionieren, das stimmt schon. Nein, das ist auch Chauvinismen sind begehrt. Aber ich versuche das, wie gesagt, nicht zu sehr so. So, mir gefällt es, wenn es nicht mit, wie sagt man, mit dem Hammer so auf die 12. So eine kleine, so ein bisschen so ein, ja. So, und jetzt kommt das neue Programm. Ja. Du bist schon am Ausprobieren. Ja, ja. Wer sind die Glücklichen, die jetzt die ersten Durchgänge von dir hören können? Also ich habe in München habe ich schon ausprobiert. Jetzt geht's, wohin geht's noch nach Landshut und Erlangen. Dann bin ich in Nordrhein-Westfalen. Und das sind dann irgendwelche Leute, die sozusagen sich da die Karten kaufen können? Genau, das sind kleine Theater, in denen ich eben auch noch ausprobiere. Und wie gesagt, das fällt alles so unter die Kategorie Lesung, Querstrich, Vorpremiere. Also ich bin da noch mit Hilfsmitteln. Ich habe da so ein iPad mit auf der Bühne, wo ich raufspicke oder Papiere, wo ich mir Notizen mache. Wo ich auch gerne mal die Gäste frage, fandet ihr das jetzt zu brutal? Oder, also das ist ganz schön. Es ist wirklich, es ist so eine eigene Vortragsform. Es ist was sehr Persönliches. Und das Tückische daran ist, ich merke, wie ich mich so ein bisschen auf die Texte verlasse und nicht auswendig lerne. Und das wird dann sozusagen zur Premiere dann ein bisschen immer anstrengend für mich, weil dann muss ich immer viel, viel lernen. Aber das geht dann schon. Also an dieser Stelle kann ich natürlich nur ganz viel Erfolg wünschen. Ich bin sicher, das ist ein weiterer Erfolg. Kannst du wieder einen Haken machen. Rick Cavanian, warum eigentlich Cavanian? Das hört sich so anglo-mäßig an. Ja, der Name ist also eigentlich Kavanian, diese armenische Endung, diese drei typischen Buchstaben, dieses IAN. Aha. Und dieses Cavanian kam im Radio. Und das war wirklich so, ich hatte irgendwann mal, der Herr Dingler hat mir damals eine kleine Kolumne übertragen, da sollte ich so Hollywood-Nachrichten vorlesen. Ah ja. Und diese Kolumne begann immer mit einem Opener, wie man so schön sagt, so mit mordsmartialischer Musik. Und das hieß dann immer am Anfang: Hallo, hier ist Rick Cavanian mit den Nachrichten aus Hollywood. Und das war so ein bisschen dünn. Und irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich einfach: Hallo, hier ist Rick Cavanian mit den Hollywood News. Und alle, es war sofort so. Und so ist es irgendwie geblieben. Und es war eigentlich aus einer Laune raus. Und okay, I got it, yes. Thank you for getting it. A lot of success. Thank you. Likewise, dankeschön. Das war Menschen in München mit Jörg van Hofen.